diskutieren die Schüler, was sie von Obama erwarten können und was nicht. Meine persönliche Hoffnung wäre, dass er das Image der Amerikaner auf globaler Ebene aufbessert. Was Barack Obama schon während des Wahlkampfes ja bewirkt hat, ist ein unglaubliches Interesse für Politik. Nicht nur bei den älteren Wählern, sondern vor allem bei den jüngeren Wählern. Und ich persönlich hoffe, dass wir im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl eine ähnliche Entwicklung hier sehen in Deutschland. Also so wie ich das sehe, sind die Erwartungen, die von vor allem jungen Menschen an Obama gerichtet sind, doch sehr idealistisch teilweise. Aber letztendlich ist er doch auch ein amerikanischer Präsident, der amerikanische Interessen vertritt. Wie viel von Obamas Versprechen bleibt übrig, wenn er sein Präsidentenamt antritt? Der amerikanische Traum war bislang seine Metapher, seine Rhetorik amerikanisches Pathos. Das Versprechen, nichts Geringeres als die Welt zu retten. Selbst wenn wir heute Abend feiern, wissen wir, dass die Herausforderungen für morgen die größten unseres Lebens sind. Zwei Kriege, ein Planet in höchster Gefahr und die schwerste Finanzkrise in einem Jahrhundert. Es waren solche Versprechen, die während des Wahlkampfes weltweite Obamania auslösten, auch in Deutschland. Obamas Besuch im Sommer, der Krönungsmesse als Politikerbesuch. Der Kandidat weckte Erinnerungen an alte Zeiten, als die Deutschen mit den USA das Gute in der Welt verbanden. Und auch bei der Politik ist die Hoffnung auf Wiederkehr dieser Zeiten deutlich zu spüren. Auf der Grundlage von tiefer Freundschaft und Partnerschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika werden wir auch die Probleme, die anstehen, lösen können, von der Finanzmarktkrise angefangen, über die Bekämpfung des Terrorismus bis hin auch zu den Fragen des Klimaschutzes und eines freien Welthandels. Amerika hat den Wechsel gewählt, innenpolitisch wie außenpolitisch. Das klingt fast wie ein Wunschzettel. Tatsächlich sind die drängenden Fragen der Welt ohne die USA nicht zu lösen. Und Obama verspricht direkt nach der Wahl, mehr auf solche Wünsche einzugehen, stellt aber auch erste Bedingungen. An alle, die heute Abend jenseits unserer schauen, aus den Parlamenten und auf den Palästen, an die, die in den vergessenen Ecken der Welt vor dem Radio sitzen. Unsere Geschichten sind verschieden, aber wir teilen ein Schicksal. Und eine neue Morgendämmerung der amerikanischen Führungskraft ist da. Der Irakkrieg könnte dafür ein Beispiel sein. Obama will die dortigen US-Truppen zurückholen. Andere müssten dann Verantwortung übernehmen, heißt es aus seinem Umfeld. Zum Beispiel beim Wiederaufbau des zerstörten Landes. Obama wird die US-Außenpolitik ändern und andere dafür in die Pflicht nehmen. Wir sollten aber nicht den Fehler begehen, jetzt davon auszugehen, dass ab morgen das allgemeine transatlantische Paradies ausbricht und dass plötzlich die Amerikaner, die durch ein Wunder die Welt genauso durch dieselbe Brille sehen wie wir. Und so könnte die Bundeswehr in Afghanistan schnell den Einfluss des neuen US-Präsidenten Obama zu spüren bekommen. Etwa wenn er mehr militärisches Engagement der Deutschen in Afghanistan hat. Andeutungen dazu hat er bereits vor seinem Deutschlandbesuch gemacht. Wir müssen uns darauf einrichten, Obama ist in erster Linie amerikanischer Präsident und er wird amerikanische Interessen verfolgen, so wie er sie definiert. Er wird vielleicht mehr als andere bereit sein, sich mit anderen